Jo, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Mist Survival. Und wir haben ja heute Großes vor. Wir wollen in die Höhle des Löwen zu dem Berserker. Und ich denke mal, das wird nicht sehr easy werden. So, die Explosivpfeile, die habe ich ja im Köcher, den Bogen habe ich am Start. Und ich würde sagen, wir trinken noch mal einen Schluck. Wir müssen natürlich gucken, dass wir natürlich auch die Ghule, also die Infizierten, auch beseitigt bekommen, die in der Mine auf uns warten erstmal. Ja, dann nehmen wir am besten den Revolver, oder? Ich würde sagen, dass wir erstmal den Revolver dafür nehmen. Und dann warten wir auch gar nicht lange und marschieren los. Muss ich den nachladen? Ja. Naja. Könnte ein bisschen mehr Munition sein insgesamt, ne? Aber mal gucken, was die Explosionsfälle so anrichten. Wenn es nicht funktioniert, kann ich ja immer noch sagen. Ne, dann habe ich ja den Speicherpunkt. Und dann kann ich ja immer noch sagen, gut, das lassen wir erstmal. Tja, habe ich eigentlich in der Taschenlampe noch Licht? Also Batterien? Nee, natürlich nicht. Super gemacht, Jens. Ich habe bloß einmal Batterien mit, ne? Das ist natürlich doof. Das ist gar nicht so clever gewesen, glaube ich. Ah, Salz. Der andere. Hier ist er. Ja gut, der hat ein bisschen mehr, was uns nützlich werden kann. Wo sind denn die jetzt hin verschwunden? Die zwei Schüsse haben gesessen, würde ich sagen. Dürften auch erstmal alle gewesen sein. Ah, zwei Kartoffeln. Brauchen wir die unbedingt? Nicht unbedingt, ne? Aber Leute, ich hab voll Schiss. Voll Schiss. Ja, gucke mal, was haben wir denn hier für Erze? Da werden wir nochmal fix nachgucken. Da habe ich den. Gelootet habe ich. Ah ja, ich habe beide gelootet, genau. Gut, hier scheint kein Erz zu sein. Erst einmal. Gut, aber das können wir hier ruhig mitnehmen. Eisen. Leo. Scheint bloß die vier gewesen zu sein, ne? Ja, ist blöd, dass es jetzt zu so dunkel ist. Ich hätte echt an die Batterien denken sollen. Hier
Hier haben wir Kupfer, ne? Das können wir uns auch mitnehmen. Das nehmen wir uns auf jeden Fall gleich mit. Da scheint es gewesen zu sein. So, jetzt sollten wir noch mal gucken, dass wir hier alles am Start haben. So, ich würde sagen, die Spitzhacke, die können wir natürlich jetzt austauschen. Gegen die Pump. Und die Pump, die legen wir uns auch hier hin. Oder, nein, wir legen die Pump auf die 3 und den Bogen auf die 2 oder auf die 1 und das Maschinengewehr auf die 2. Boah, Alter, ist das dunkel, ne? Das ist ja blöd. Das ist ja echt richtig blöd. Okay, hier sind wir erstmal, glaube ich, safe, ne? Oh oh. Boah, voll Schiss gehabt. Gesundheit könnte besser sein. Ich wollte mir eigentlich auch noch den Koffer einpacken. Nicht so günstig, ne? Aber wir haben ja den Speicherpunkt. Gut, da sind die Lichter aus. Alles klar, wir probieren es noch einmal. Jetzt ist es auch wieder hell, ne? Was ja erstmal nicht so schlecht ist. Verdammte Axt! Mal gucken, ob ich Leo angreifen lassen kann. Das hat er nicht viel gemacht. Ey. Gut, da treffe ich es aber nicht, ne? Der steht jetzt natürlich richtig blöd. Oh.
treffe ich so nicht, ne? Das war die falsche Taste. Das ist natürlich blöd, ne? Wie soll ich denn den jetzt... Der immer noch. Ah, Scheiße, die Arrows sind alle weg. So ein Mist. Okay, Leo hat sie wieder beide kalt gemacht. Da ist noch einer. Den hat er scheinbar auch. Gut, der ist auch erledigt. Leo hat wahrscheinlich schon Vorarbeit geleistet. Guter Hund. Sehr guter Hund. Oh, eine Platine. Aber diesmal kein Essen, ne? Den hat er, gut, Nummer 3 hat er schon kalt gemacht. Stoff brauchen wir eigentlich nicht. Das ist irgendwie überflüssig. Da unten ist Kupfer. Diesmal.
Ast. Wie sieht's denn aus mit der Gesundheit? Nicht sehr berauschend, ne? Ach, ich hätte das Köfferchen einpacken können, ne? Wieder nicht dran gedacht. Super. Toll. Ganz toll gemacht. Gut, das ist jetzt Versuch Nummer 3. Wir haben ja nun gesehen, da kommen dann auch Infizierte. Die müssen wir auf jeden Fall kalt machen. Der Berserker ist aber auf jeden Fall, wenn ich das richtig beobachtet habe, wenn der einen Explosivpfeil abbekommt, dann ist der erstmal ruhig gestellt, ne? Das war, glaube ich, gerade Zink, was wir da aufgesammelt haben, ne? Siehst du, da ist noch Eisen drunter. Ne? Gut, dass wir geguckt haben. Das lohnt sich. Ja, das andere war auch Eisen scheinbar. Ne, ist ja Zink. Ist ja kein Eisen. Aha. So, Leute, wir sind gleich da, ne? Ich mache mir jetzt schon wieder in die Hose. Ah, halb so wild, ne? Halb so wild. So. Gut. Wir trinken mal noch einen Schluck wenigstens. Und ziehen uns dann noch die Klamotten an. Das müssen wir ja auch noch machen, ne? Ich weiß nicht, ob das hier beim Berserker überhaupt viel bringt, aber ein bisschen glaube ich schon, ne? Ich glaube es. So, dann gucken wir noch mal, dass wir jetzt noch mal unsere drei Sachen hier sortieren. Kommst hier hin und hier kommt der Colt hin, ganz hinten. So. Auf dem Bogen haben wir jetzt drei Explosivpfeile. Da spreng ich bloß die Steine oder was? Ey, der kriegt ja gar nichts ab. Steht da und glotzt. Aber wir könnten Glück haben. Yes!
Yes, aber mit viel Glück, ne? Guck mal, hier ist die Blaupause. Nice. Nice, nice, nice. Da gucken wir gleich mal, was wir hier oben haben. Ah, guck mal, hier ist eine Art Lager. Hier ist noch ein Schalter. Oh, was für Essen, sehr gut. Hier ist noch eine Sicherung. Und die anderen beiden haben wir im Auto, ne? Ganz toll gemacht. Anderen beiden, die haben wir im Auto. Da könnte man sich doch theoretisch auch hier rein flüchten. Hier kommt der bestimmt auch nicht rein, oder? Naja, doch. Der würde hier, glaube ich, auch reinkommen. Aber erstmal haben wir ihn zerlegt. Der ist erledigt. Versuch Nummer 3. Alle guten Dinge sind 3, ne? Sagt man ja so schön. So, hier ist auch noch. Ist das Erz? Nee, das ist definitiv kein Erz, könnte so aussehen, ne? Aber hier haben wir Kupfer. So, da gucken wir uns hier drin erstmal noch mal ganz in Ruhe um. Da möchte ich mal wissen, warum jetzt die Infizierten nicht gekommen sind. Ne? Ist ja gut. Und ist auch gut, dass der Berserker so blöd stehen geblieben ist. Ne? Also ist natürlich für uns hier gut gewesen in dem Moment. Haben wir leichtes Spiel gehabt, aber. Na gut, ist halt so. Wir wollen nicht böse sein drüber, ne? So, hier war ja nichts mehr drin, ne? Können wir ja noch nicht rufen. Da würde ich fast erstmal sagen, weil wir jetzt zu schwer sind, dass wir erstmal rausgehen. Ne? Und ich meine, den Berserker, den haben wir ja besiegt. Wir haben die Blaupause auch. Wenn der jetzt hier wieder auftauchen sollte, dann können wir natürlich hier durchrennen. Ne? Können wir durchrennen? Und sagen, ist uns scheißegal. Ja, ich glaube, Leo hätte uns gerne geholfen. Ne? Der wollte hier rein, aber der kommt hier leider nicht rein. So, jetzt wäre natürlich wieder eine Taschenlampe angebracht. Und ich muss mal gucken, dass wir jetzt. So. Jetzt werden natürlich die Infizierten auch wieder hier sein, ne? Nehme ich ganz stark an. Ja. Ja, machst du kalt, Leo, machst du kalt. Geht nicht. Müssten ja die anderen Bären theoretisch auch wieder da sein, ne? Aber keiner hat einen Apfel für uns. Nicht ein Apfel. Low Quality Metal Ingot.
Leo? Fass! Ah, jetzt geht's richtig los, hä? Machst du kalt, alter Junge? Boah, ich dachte, wenn ich jetzt drauf gehe, ne? Oh, Alter, guck dir das mal an. Boah. Was hätte ich denn gemacht, wenn ich jetzt drauf gegangen wäre? Ja, ich hätte mir, glaube ich, dann das Zeug diesmal wieder geholt. Da hätte ich irgendwie geguckt, dass ich mich mit irgendwas ausrüsten kann. Gut, die Kartoffel brauchen wir hier nicht. Den Stoff können wir einpacken. Wo ist der andere? Wo ist denn der andere? Ah, der liegt hier. So, nochmal Salz. Gut, mit Salz haben wir keine Probleme, ne? Alter, das war eine knappe Sache, aber wir haben es, glaube ich, geschafft. Jetzt dürfte ja eigentlich nichts mehr passieren. Das ganze Gedöns hier erstmal rein. Den Zucker auch und das Salz. Hier können wir was futtern. So, und dann würde ich fast sagen, dass wir dann unseren Schlafsack auspacken. Die Sicherung muss ich denken. Hier, das hier rein. Das hier rein. Gut, wir haben noch einmal Schrotmunition. Dreimal Revolver, ne? Und die Pfeile. Natürlich nicht die Welt. Gut, hier haben wir das Teil. Das könnten wir jetzt theoretisch auch nehmen. Aber will ich das nehmen? Ich glaube eher nicht. Man könnte natürlich sagen, man rüstet sich hier mit dem Scharfschützengewehr aus. Das können wir hier lassen, weil wir eh keine Munition haben. Nimmt das Teil mit und schießt vom Weiten auf die Infizierten. Gut, das geht nicht immer, ne? Jetzt kommt nur noch Mistnebel hier. Ja gut, dann werde ich jetzt mal nicht zu lange hier rumkrauchen draußen. Da kommen schon die Ersten. Komm Leo, wir gehen lieber ins Auto. Ja, Freunde, und ich würde sagen, ja gut, wenn ich jetzt abspeichere. Gut, wir lassen mal den Nebel vorbeiziehen. Und ich hole euch dann dazu.